Woran hapert es jetzt? Ich kann es nicht wirklich sehen. Ich glaube, es ist immer noch Kupfer. Das heißt, eigentlich muss der Strommaster weg. Das ist doch krank. Very fast output inserter. Ja, das geht nicht schneller. Ja, ich glaube, so reicht ja schon. Okay, ich hoffe mal, es staut sich immer noch nichts. Ah doch, hier staut sich's jetzt. Ja, komm schon. Stau. Komm. Und Stau. Bitte lass mal einen drin. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt endlich wieder grüne Chips in der Pitschönkiste. Das heißt, Roboter können es theoretisch abholen und oben zu den blauen Chips bringen. Die sind nämlich sehr wichtig. Apropos blaue Chips. Meine Rüstung hier. 10 Alien-Artefakte habe ich dabei. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles, oder? Ich will mal kurz gucken. Gib mir da. 100 Stahl. Yeah. Ja, Stahl ist das nächste Problem. Ich weiß. Wir haben viele Probleme. Oh. Das ist unerwartet. Okay. Dann kommt der Stahl auf einmal her. Haben wir keinen Abnehmer mehr? Nee, jedenfalls nicht so viele. Ja, sehr gut. Okay, dann bau bitte eine Power Armor MK1. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, wie ich schon sagte, weil wir eigentlich fast durchgehend in unserem Jeep sitzen. Es ist trotzdem ganz schick, das zu haben für einen Notfall. So, euch hätte ich ganz gerne. Ich brauchte euch für irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Dann brauche ich auch noch Batterien für... Yo. Für die ganzen Akkus. Und ich brauche rote Chips. Hier. Rote Chips, die sich nirgendwo stauen. Was fehlt euch hier unten? Draht. Ja, weil da kein Draht ankommt. Das ist, ja. Landet alles hier hinten in der Fabrik. Hör mal auf, von hier Draht zu klauen. Das müsste immer noch ziemlich schnell hier gehen. Ja, dann können die Roten wenigstens arbeiten. Dadurch ist wieder ein höherer Bedarf da an den Grünen und das Grüne staut sich weniger, aber ist es halt so. Haben wenigstens ein bisschen Puffer an blauen Tränken. Ja, 5. okay. Ich sollte nicht zu lange hier einfach rumstehen und nichts machen. Bau bitte irgendwas Wichtiges. Bau das da. Dafür brauchen wir Eisenplatten. Lass mich raten, die Eisenkiste ist da. Wird aber auch nicht mehr sehr lange halten. Also bau bitte 10 Akkus, die schnell rauspowern können und lange brauchen zum Aufladen. Okay. Dann gibt es immer noch die Idee, vor den Mauern die Fließbänder zu legen. Aber ich bräuchte dann wahrscheinlich bessere Fließbänder und ich müsste es um unsere ganze Basis rum machen und so weiter. Also momentan ist es noch nicht so eine hohe Priorität bei mir. Vor allem kommen wir ja auch gerade noch klar mit unseren Lasertürmen. Aber später ist das eine Alternative. Dann will ich haben... Da. Warte, wo sind unsere MK2-Geschichten? Da. Oh. Warum ist hier nichts angekommen? Du bist eine Requester-Chest für Speed-Module. Ach, da ist kein Roboport da unten, ne? Nö. Haben wir genug Ressourcen für einen Roboport? Ja. Bau bitte einen Roboport. Bricht bitte einen Roboport ab. Ich brauche erstmal die grünen Chips und die roten Chips. Damit ich das nicht alles von Hand machen muss im Inventar. Das dauert nämlich viel zu lange. Staut sich. Okay. Bohrzehaken? Achso, Roboport, genau. Das heißt, wir setzen hier mittig den nächsten Roboport hin. Zumal wir dadurch auch... Ja, hier in die Kohle. Irr, okay. Muss eine Verbindung haben. Da. Zumal wir dadurch jetzt auch Abdeckung haben für die Repair-Roboter. Und zwar die gesamte Mauer kann repariert und ersetzt werden. Von den Robotern. Das ist sehr, sehr gut. Bau bitte Repair-Packs. So, ich brauche mehr grüne Chips, das ist okay. Kohle staut sich noch und nöcher.
ist in Ordnung. Wie schaut es hier unten aus mit dem Erz? Ja. Du bist eine Stahlkiste? Ja, ich hätte gerne eine große Stahlkiste. Kann ich dich einfach so ersetzen? Nein, das ist problematisch. Okay, dann nimm eine große... Du nimmst gerade Platz für Türme weg, das ist nicht gut. Gehen wir weiter nach da hinten. Mach die Fließbänder ein wenig anders. So. Und mach da dann noch ein Ärmchen hin. Theoretisch so, ne? Ja, noch besser. Okay, so, 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 so. Alles Rinder. Und später holen wir das irgendwann ab, wenn wir es brauchen. Die sollen nur so lange arbeiten, damit das vor der Haustür nicht so brach liegt. Und falls wir später einen Dauerangriff haben, wäre es ganz schick, wenn das vorher drin ist. So, Mauern. Mauern sind mal wieder problematisch. Das heißt, wir holen die Ziegel von oben ab. Wir holen alle MK2 Speedmodule, die wir haben, ab. Wobei, da oben würde eigentlich schon fast reichen, wenn wir alles mit Einern machen, oder? Wie viel machen die Zweier? 40 Speed. Die Einer machen 20 Speed. Begrenz dich bitte mal. So. Baut die Schnellen bitte auch gleich da ein, damit das Ding schneller arbeitet. Genau, gib mir das da, tu das da, da rein. Sehr gut. Okay. MK2, die hier brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt sehr frustrierend. Also wenn wir später super toll sind und Diamant, Platin-Türme bauen können, was auch immer, dann können wir vielleicht wieder auf die umsteigen, weil denen ist uns Smog vollkommen egal, weil die feindlichen Weiße haben eh dann schon maximale Wucherung erreicht. Aber bis dahin müssen wir vorsichtig sein. Was kann ich jetzt noch tun? Ich muss die Akkus nach oben bringen, ich muss neues Eisen holen. Ich brauchte grüne Chips eigentlich. Das kann ich jetzt wohl knicken. Ja. Oh, oh, du bist so langsam, weil du so langsam bist. Ja, das erklärt's. Warum kann ich keinen normalen bauen? Weil ich kein Eisen habe. Ja. Hier mich auch. Bau bitte normale, schnelle Ärmchen. Du arbeitest schneller, du arbeitest sowieso schon schnell. Und der Rest ist okay. Gut, 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 gut. Wo legst du deine Chips eigentlich hin? Achso, in die Kiste und das wird rausgenommen in die Kiste. Haben dadurch irgendwie bewirkt, dass sich grüne Chips stauen? Nö. Zumal wir hier unten noch ganz viele Chips geklaut haben und die MK2 Speedmodule-Fabrik alle anderen grünen Chips auffressen. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen noch eine Chipfabrik. Oder die hier muss... Oh, Kupferdraht wird wieder Mangelware. Warum? Weil Kupfer Mangelware wird. Warum? Kupferkiste ist alle. Es kommt nicht mehr genug Kupfer an. Okay, das ist kein Problem. Wir laufen dann jetzt... Also wir müllen unser Inventar aus. Laufen dann nach unten, holen eine Riesenladung Kupfererz. Oh, und wir ziehen mal unsere Powerrüstung an, hm? Du, da. So, Ausmüll. Wow. Warum haben wir 1000 rote Chips? Seit wann? Wie, wo, was? Okay, ich sollte öfters in meine Kisten gucken. Was ist abgefahren, was für Zeug drin liegt? Ja. Okay, ich brauche so viele nicht, aber das wollte ich einfach nur kurz haben. Das weg, das weg. Das weg. Die weg, die weg, die weg. Ey, in
Die Artefakte können hierher. Wir haben jetzt 114 über sozusagen. Ist auch nicht schlecht. Eisenkisten können weg. Das kann erstmal weg. Edelsteine. Habe ich davon schon irgendwo Platz? Ja, da. So, das heißt, wir haben jetzt 4 Reihen über für das Kupfererz. Okay. Das heißt, ich muss das Kupfererz von unten jetzt holen. Was doch recht lästig ist, aber Fließbänder bis ganz nach oben? Ich weiß ja nicht. Wie viel ist noch da? Ja, das sind 1,5 Trips. Das ist okay. Alle, keine Ahnung, 10 Folgen einmal hoch und runter laufen, zumal es ja nur bis zu den Schmelzöfen ist, ist noch vertretbar. Aber das heißt, hier oben ist hier jetzt gerade ein Problem, hm? Wahrscheinlich müssen wir einfach nur die Mining Drills umstellen, das ist okay. Aber alles nacheinander. Erstmal brauchen wir hier eine große Kiste. Die natürlich gleich auf dem Boden fällt. So. Große Kiste. Aufheben. So. Große Kiste. Da. So. Schnelles Ärmchen. Und schnelles halbes Ärmchen ohne Filter. So. Das sollte jetzt hier schon mal weiterhelfen. Ihr habt alle Speed-Module, aber alle MK1. Ist okay. Ja, MK2 bekommt ihr auch nicht. Die sind für oben reserviert. Gut, Stein hält sich arg in Grenzen. Ist aber okay. Ich mache jetzt noch den nächsten Trip nach unten. Hol. Warte mal, haben wir auch noch Kupfererz? Aber nicht viel. Sortiere ich mal aus. So, so. Nimm das Kupfererz von unten mit nach oben. Nimm die T2 Speed-Module von unten mit nach oben. Und dann sollte ich auch mal wieder nach Erz 1 huschen. Dann sollte ich zu Erz, zu der Kupfermine gucken. Ah, das ist Mauerausbeute. Also ich sollte zuerst zur Kupfermine gucken und dann umstellen, wo die Mining Drills sind. Genau, gib mir das und schon sind die Kisten hier wieder befüllbar. Das ist vollkommen okay. Also gut. Ja, das machen wir jetzt. Ich stelle die Zeit mal hoch, damit wir schneller ankommen. So. Dich da abgeben. Jetzt Kupfer. Das wäre hier. Weg, weg. So. Habe ich schon mal erwähnt, wie irre praktisch das ist. So, zu. Ich hätte auch außen rumlaufen können. Und ja, hier sind schon 3 Drills, die gar nicht mehr ordentlich arbeiten. Jetzt die einfach mal höher. So. Da unten haben wir noch Fitzelreste. Die baue ich auch mal ab mit so einem platzierten. Mach den hier mit ran. Aber so wirklich toll sieht das hier auch nicht mehr aus. Da. Da ist ein richtig schön großes Kupferfeld. Das heißt, eigentlich müsste diese Basis da riesig wachsen. Sie müssste eigentlich noch das hier mit beschützen, das damit beschützen und das da. Aber das ist utopisch. Das ist viel zu groß, das Gebiet. Das heißt, wir müssen hier überall extra kleine Mini-Basen ranbauen. Was aber nicht schlimm ist, weil dann können wir unsere Hauptstromversorgung hier machen und die bekommen dann einfach eine Lebenslinie. Nach da, nach da und nach da. Dann brauchen diese Satellitenbasen hier drumherum keine Stromversorgung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, oh, das klingt gut, okay. Das heißt, hier kommt regelmäßig wieder mehr Kupfer an. Das heißt, wir huschen jetzt zu unserem Wagen. Auf zum Bettmobil. Unser Wagen, der eigentlich schon im Inventar lag, okay. Kein Sprit hat. Ich habe doch ein... Genau. Ich hätte gerne immer 50 Brennstoffblöcke im Inventar. Ich hätte gerne immer Fische im Inventar. Was? Nein. Ich hätte gerne immer... so viele Sachen inzwischen.
Repair Packs. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich werde jetzt mal wieder Holz hacken. Dann fahre ich zur Basis, hole noch einmal Eisen. Und wenn wir dann mit der Eisenfuhre aus Erz 1 zurückkommen, baue ich Fabriken. Baue ich Fabriken, um die Repair Packs zu automatisieren. Weil die gehen so weg wie warme Semmel. Und das wird immer schlimmer werden, wenn später auch die Angriffe schwieriger werden. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Wobei die Dinge auch wieder grüne Chips brauchen. Aber da mache ich dann, glaube ich, eine extra Linie. Also wir haben die eine Linie mit den grünen Chips, roten Chips und den Modulen alles an einem Strang. Das ist viel zu viel. Also wir müssen das irgendwo nochmal extra machen. Also extra eine Linie mit Draht, mit grünen Chips und am Ende als Endprodukt von der Linie halt die Dinger da.